Ernst, Sie sollten das nicht tun, Fräulein Braun. Er ist eh immer nur Kuchen, Kuchen, Kuchen. Mittags, nachmittags und nachts. Aber ich bitte Sie, jetzt sind's doch nicht so streng. Immerhin ist es doch sein Geburtstag. Da muss man ihm doch was geben zum Wohlfühlen. Er hat doch eh so wenig Freude. Ich glaube, ich bringe noch ein paar Flaschen nach oben. Es riecht geil im Auftrieb. Frau Junge, ich bin ja so froh, dass Sie in dieser schweren Zeit beim Führer sind. Er hält so große Stücke auf Sie. Ich bitte Sie, Fräulein Braun, was kann denn ich schon tun? Aufmuntern können Sie ihn. Von seinen Generälen hört er ja nur noch grauselige Sachen. Mit denen mag er schon gar nichts mehr reden. Bei den Nachrichten kann es ihm aber auch Angst und Bang werden. Jetzt schießen sie schon mitten in die Stadt rein mit ihrer Artillerie. Ich hoffe bloß, dass keine Granaten einschlagen während der Geburtstagsfeier. Wird schon nichts passieren. Aber unvorsichtig ist es trotzdem. Ach, Frau Junge, machen Sie es doch einfach wie die anderen und überlassen es alles dem Führer. Hm? Das ist die Rolle von Hermann Göring, zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich werde noch, der schleicht er dann gleich wieder ab, kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Und die eigentliche Szene oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, weil ich in den nächsten Szenen, die ich habe. Das ist die Rolle von Hermann Göring. Hermann! Zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Ist doch nicht so weit. Was ist denn für ein schönes Geschenk? Das ist die Rolle von Hermann Göring. Zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir... Göring! 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 Göring!